Wenn Sie wüssten, dass Sie nur noch ein oder zwei Tage zu leben hätten, gibt es Dinge, die Sie bedauern? Wie viel Mut man braucht, aber auch, dass es möglich ist, sein Leben zu ändern. Egal wie Sie handeln, egal welchen Lebensstil Sie leben, Sie müssen sich fragen, ist das das Leben, welches ich von ganzem Herzen leben möchte? Und wenn es solche Dinge gäbe, und die meisten Menschen haben etwas, das sie bedauern, müssten sie genau an diesem Punkt ansetzen, ihr Leben zu ändern. Schritt für Schritt. Einfach weiter. Denk darüber nach und häng die Handschuhe an den Nagel. Ich bin noch nicht fertig. Okay, in mir steckt mehr. Hier ist dann alles wegschmeißen weg. Irgendwas hier drin sagt mir. Ich darf nicht aufgeben. Wenn man seine eigene Bettdecke nicht mehr auf die Seite tun kann oder einen Schraubenzieher halten kann, da kommt man sich einfach nur dumm vor. Das wäre für mich alles vorbei. Man muss schon sehr kämpfen, damit man den Glauben nicht verliert. Du steigst nie wieder in den Ring. Ist vorbei. Lass endlich los. Manchmal trifft dich das Leben mit einem Ziegelstein. Verliere nicht den Glauben. Ich bin überzeugt, dass das Einzige, was mich zum Weitermachen brachte, war, dass ich geliebt habe, was ich tat. Man muss das finden, was man liebt. Kath, ich werde wieder kämpfen. Daran zu denken, dass man bald tot sein wird, war für mich das wichtigste Instrument, das mir geholfen hat, all diese großen Entscheidungen zu treffen. Weil fast alles, alle äußeren Erwartungen, der ganze Stolz, die ganze Angst vor dem Versagen und die Scham, diese Dinge fallen einfach weg, angesichts des Todes. Und es bleibt nur mehr das, was wirklich wichtig ist. Sich zu erinnern, dass man sterben wird, ist der beste Weg, den ich kenne, um der Falle zu entgehen und zu glauben, man hätte etwas zu verlieren. Wir haben in unserem Keller angefangen. In einem verdammten Keller. Geh da raus und zeig mir, wie du das machst. Zeig mir, wie du lebst. Zeig mir, wie du kämpfst. Jetzt zeigen, wie ich kämpfe? Ja. Zeig mir, wer du wirklich bist. Hier sind die Häuser. Und das hier muss jetzt da hoch. Apuse! Yeah! Ich komme stärker und besser zurück. Ich lebe den Scheiß einfach, Mann. Ich lebe. Schritt für Schritt. Warte. Nie aufgeben, Mann. Gib es nie auf. Egal, was passiert. Immer weiter. Immer weiter. Genau, Amigo. Weiter so. Nicht schafft es, ihn als Schweinehund zu besiegen. Ich war so viel besser. Schön viel gesehen. Ich hab da noch was. Wissen, ich hab mich noch besser gemacht. Verpackst du, Amigo, hä?
Durchziehen. Erst so, was oben. Kaputt. Aber geil. Geil, wir haben es geschafft.